So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Diesmal eine kleine Information. Ich bin der Zoverok und ihr habt mich ein paar Mal angeschrieben, was hat das mit dem Abo auf sich? Was ist das genau? Ist das so ein Pay-to-Win, ist so eine Pay-to-Win-Geschichte oder, ja, erzähl mal, was ist das genau? Und das möchte ich hiermit machen, so kurz und knapp mal. Ich habe da im Gegenzug andere Spiele rausgesucht, wie zum Beispiel Herr der Ringe Online oder EverQuest 2, was haben wir noch, Guild Wars 2 oder Wildstar. Die könnt ihr im Internet komplett gratis runterladen, das kostet keinen Cent, nichts. Und die könnt ihr auch komplett gratis spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenzug zu The Elder Scrolls Online, das Grundspiel müsst ihr einmal kaufen. Das ist einmal, was dabei ist. Und wenn ihr es gekauft habt, das ist der Unterschied wieder. Da ist das so, was ich toll finde, alle Charaktere im Spiel, die sprechen mit dir. Das ist nicht so, dass du das lesen musst, die reden mit dir. Die erzählen dir die ganze Geschichte, die erzählen dir alles, was sie von dir wollen. Und das finde ich absolut klasse. Im Gegenzug zu Herr der Ringe Online, da musst du alles lesen. Da ist vielleicht vereinzelt mal jemand dazwischen, der redet, aber der größte Teil ist natürlich, du musst lesen. Und wie gesagt, das hat nichts mit dem Lesen zu tun, ob ich kann oder nicht kann. Das geht darum, ich finde es klasse, wenn die DLCs mit dir sprechen. Das finde ich absolut hammer, das finde ich hammergeil. Kommen wir zurück zum Abo bei The Elder Scrolls Online. Was hast du im Vorteil, wenn du ein Abo hast? Als erstes mal, du bekommst jeden Monat Kronen. Das ist so dieses Ingame-Geld, das du im Shop ausgeben kannst. Da kannst du dir Tiere kaufen oder Klamotten oder weiß der Geier, so viele verschiedene Sachen sind dazwischen. Das kannst du dir dafür erwerben, kannst du dafür kaufen. Da kriegst du jeden Monat, ich glaube, ich muss mal gucken, was kriegst du da? 1500 Kronen kriegst du dafür. Und du musst im Monat bezahlst du 13 Euro für die Mitgliedschaft. Und wenn du die Mitgliedschaft hast, dann bekommst du automatisch alle DLCs mit dabei, die da sind. Und das ist aber nur so lange, wie die Mitgliedschaft aktiv ist. Dann hast du alle DLCs dabei, kannst du natürlich auch in die besonderen Städte, besonderen Gebiete kannst du rein. Und ja, wie gesagt, muss jeder selber wissen. Und du kriegst einen kleinen Bonus. Da ist der Knackpunkt, der Bonus, der dabei ist. Die kriegst du für Erfahrung, für Gold, für Handwerksanalystikzeiten und für Inspiration. Und das sind mal gerade 10%. Gerade mal klitzekleine 10%, die du da drauf zukriegst. Finde ich nicht so extrem viel. Also mich reizt das nicht unbedingt dafür, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Das ist nicht das. Was mich manchmal so reizt, ist so dieses, im Shop bekommt man so kleine Tierchen oder so Reittiere, die mich wirklich reizen, wo ich sagen würde, das hätte ich schon gerne. Ich kann aber auch diese Kronen ganz normal kaufen. Ich kann mir so ein Kronenpaket kaufen und dann kann ich das auch im Shop ausgeben. Das ist so die zweite Alternative, die man hat. Und im Gegenzug dazu habe ich mal die Herr der Ringe Online rausgesucht. Wie gesagt, das Spiel ist komplett kostenlos, aber wenn du da ein Abo abschließt, da hast du so kleine Vorteile, wie zum Beispiel hier Postzugriffe unterwegs und was haben wir noch? Rund 500 Turbinenpunkte, keine Ahnung, ich denke mal, das sind solche Sachen, die du im Shop ausgeben kannst. Unbegrenzten Chat, wenn das auch noch begrenzt ist, dann ist das schon traurig. Und dann hast du da täglich 100% EP drauf zu plus. Also wenn du da eine Mitgliedschaft hast, kriegst du da 100% EP drauf zu. Also das ist schon eine ganze Stange, das ist schon ein ganzes Ende. Da lohnt sich wirklich schon eine Mitgliedschaft. Aber andersrum, da ist das ja auch so, du hast das Spiel gratis gekriegt. Also das muss jeder selber für sich überlegen, was er machen will. Entweder einmal das Spiel kaufen und dann bist du damit klar. Du brauchst nicht jeden Monat was bezahlen. Oder du sagst, ich bezahle jeden Monat. Zum Beispiel, was haben wir hier? Bei Herr der Ringe ist das auch 13 Euro im Monat. Das muss jeder selber entscheiden, was er möchte. Ob er sich das jetzt zum Beispiel Herr der Ringe spielen will und sagt, ich mache die Mitgliedschaft für 13 Euro im Monat. Oder ich kaufe mir das Spiel einmal und das ist gut so. Weil bei The Elder Scrolls Online brauchst du das Abo, finde ich nicht. Das muss man nicht sein. Also ich finde nicht, dass das ein Pay-to-Win ist. Das bringt dir keine großartigen Vorteile. Finde ich nicht. Also wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Das muss jeder selber bestimmen, was er machen will. Ob er sich das Abo dazu kaufen will oder nicht, das ist... Ich spiele ohne Abo und ich bin damit sehr zufrieden. Ich komme überall hin. Und wenn ich die jetzt hier haben möchte, dann kann ich mir das auch ganz normal über den Kronenshop ganz normal kann ich mir das kaufen, wenn ich das haben will. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, was er möchte. Für mich ist das kein Pay-to-Win, auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich würde mich freuen, in einem meiner nächsten Videos euch zu sehen. Bis dahin, ich sag mal, ciao, ciao.